Wird es die heftigste Team of the Year-Woche aller Zeiten? Wir gehen alles durch, was kommt. Alle Leaks, die wir bis jetzt ungefähr wissen. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Endlich geht es los. Endlich geht es weiter richtig im neuen Jahr. Und das direkt mal mit einem Kracher. Team of the Year steht an. Das Team of the Year beginnt heute. Und bevor es beginnt, wollen wir uns alles angucken. Was ist geleakt worden? Was kommt definitiv? Es sind schon einige Sachen dabei, wo ich mir denke, das könnte eine der besten Team of the Year Wochen werden. Und zwar ohne echt Geld auszugeben. Ganz wichtig. Wenn es euch gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem ganzen Video einfach einen Daumen nach oben gebt. Wenn du gehypt bist auf das Team of the Year sowieso. Ja, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dazu wird das Video unterstützt von meinem Football Star Select. Denkt dran, Packs ziehen kann süchtig machen. Und gerade zum Team of the Year kann ich es euch nur nochmal wiederholen. Ich werde keinen einzigen Cent in das Spiel stecken. Genießt die Streams der größeren YouTuber, die Geld reinstecken und behaltet euer Geld für euch. Erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Wir wollen direkt mal reinstarten in die ganze Sache, weil wir müssen heute über einiges reden, was auch rausgekommen ist jetzt mit dem neuen Hintergrund, wo man FIFA startet. Wir müssen über SBCs reden, die wahrscheinlich geleakt werden oder wurden. Und über eine Karte, die definitiv jetzt schon feststeht, dass sie kommt, denn sie war nämlich schon im Dream Squad. Wir starten rein. Ihr seht übrigens im Hintergrund ein Team, was wir gebaut haben, und zwar Weekend League Technik. Technisch. Wir haben jetzt in den letzten 5-6 Wochen überhaupt keine WL gespielt. Wir haben Gold 1 erreicht. Muss ich ehrlich gestehen, bin ich extrem zufrieden damit, gerade weil wir halt länger nicht gespielt haben mit diesem Team hier. Und ich kann euch eins sagen und ich kann ihn euch nur empfehlen, und zwar ist das diese Karte. Ja, Cannavaro ist eine absolute Macht, ja, also einer der besten Innenverteidiger. Ich finde ihn sogar besser als Van Dijk. Neymar, Messi brauchen wir nicht zu viel zu sagen. David Villa gefällt mir unfassbar gut in 39 Spielen. Hat halt 27 Tore und 24 Torvorlagen gemacht. Essien und auch Roberto Firmino im zentral defensiven Mittelfeld. Richtig stark. Gerade auch Firmino, den ich nicht hinten bleiben angegeben habe, sondern einfach ganz normal, dass ich vielleicht ein Stück weit mit nach vorne orientieren sollte. Riesig, riesig geile Weekend League. Messi sowieso als Zehner richtig gut gespielt auf dem Außen mit Boutra. Die haben jetzt nicht so viel gemacht mit Neymar und Boutra Gueno. Aber trotz alledem bin ich extrem zufrieden mit diesem Team und es macht extrem viel Spaß. Wenn wir alles verkaufen sollten, haben wir dann nochmal 3,5 bis 4 Millionen rumliegen. Damit sollte man eigentlich sehr, sehr gut traden können, beziehungsweise die ein oder andere SBC machen können. Gerade zum Team of the Year. Apropos SBCs. Wir gehen gleich drauf ein. Als allererstes zeige ich euch erst nochmal kurz im Hintergrund, welches Bild ihr ja jetzt sehen könnt, immer wenn FIFA beginnt. Jetzt, ihr seht es bei mir, in 14 Stunden und 43 Minuten beginnt das Team of the Year. Wir müssen uns über einiges klar werden. Ihr seht schon, wir haben als allererstes in der Mitte Team of the Year Karten. Die werden definitiv kommen. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Wir haben Flashback SBCs, darüber reden wir gleich noch. Und wir haben Player Moment SBCs. Das bedeutet, ich gehe nicht davon aus, dass es reine Team of the Year Nominee SBCs geben wird, wie letztes Jahr mit David Silva, mit Bale. Das denke ich nicht. Ich denke, das wird einfach aufgeteilt in Player Moments und Flashback SBCs. Ja, des Weiteren wissen wir genau, es kommen 4 Flashbacks, es kommen 2 Player Moments Karten oder SBCs, heißt 6 SBCs auf jeden Fall. Plus, wir haben jetzt ganz neu, ihr seht nämlich oben über den Trikots, dort wo eigentlich immer die Namen stehen sollten, der ganz normalen Spieler, verschiedene Zahlen. Ja, einmal 6-2, die sind aber umgedreht. Ich glaube, das ist eine 26, wir haben eine 73, wir haben eine 66, eine 33, eine 12 oder eine 21 und wir haben eine 43. Die Frage ist jetzt, für was steht das Ganze? Steht die 43 für eine 43 oder steht sie für eine 4 und eine 3? Rückennummertechnisch, wir wissen, glaube, De Jong hat, glaube, die 21, Trent Alexander-Arnold hat die 66 oder was Roberts, ne? Wir haben auf jeden Fall einige Sachen, die wir daraus vermuten könnten, welche kommen. Die 4 hat zum Beispiel, glaube, De Ligt, die 3 hat, glaube, Fabinho. Man muss schauen, was kommt. Ja, ich denke mal, eins steht fest, wir werden auf jeden Fall ein krankes Team of the Week sehen mit vielen Liverpool-Spielern. Gehen wir aber jetzt erstmal auf die Leaks ein, die rausgekommen sind. Und zwar beziehe ich mich da auf den Twitter-Account von Jake. Ich lese es euch ganz kurz vor, weil ich kann euch schlecht einblenden. Ne? Jake Exe 09. Ich weiß nicht, warum immer meine Verbindung zurzeit weggeht. Das Internet ist eine reine Katastrophe. Vielleicht blende ich euch dann einfach den Twitter-Account nochmal ein. Aber ich möchte mit euch durchgehen, was hat er geleakt? Heißt sozusagen, was könnte kommen. Ich gehe davon aus, dass er zu großen Teil auch recht hat. Als allererstes sind es erstmal 4 Team of the Year Karten, die er geleakt hat. Zum einen ist es De Jong.
der kommen wird. Zum anderen haben wir Trent Alexander-Arnold, wir haben Mané und wir haben De Ligt. Das sind die vier Spieler, die wahrscheinlich wirklich zu 100% im Team of the Year sind. Ich sage aber immer trotzdem noch zu 50%, weil sie können kommen, brauchen aber nicht kommen. Werden wir merken, wir werden es, denke ich mal, spätestens morgen oder beziehungsweise heute Abend erfahren, wer so alles im Team of the Year ist. Ich bin mega gespannt. Ich würde mich freuen, gerade über Mané, gerade über Arnold würde ich mich freuen und genauso wie über De Ligt oder De Jong. Also die vier Karten sind eigentlich völlig in Ordnung. Weiter geht es dann aber mit SBCs, die rauskommen. Und das wird sehr, sehr interessant werden, denn wir haben insgesamt 4 Flashback-SBCs und wir haben insgesamt 2 Player-Moment-SBCs. Die Player-Moment-SBCs sollen angeblich werden. Und zwar, jetzt haltet euch fest, erstens Manuel Neuer, wo ich mich riesig drüber freue, weil Manuel Neuer so eine Flash- oder Player-Moments ehemalige Totti-SBC, die ist richtig stark. Wir haben des Weiteren aber auch Paul Pogba mit am Start und wir wissen genau, seine Team of the Year Karte war absolut stark und ich weiß nicht, wie EA das machen wird, ob sie wirklich Team of the Year Werte nehmen oder einfach nur aus einer guten Saison. Darüber können wir uns dann, können wir nur spekulieren, das werden wir, denke ich mal, spätestens heute bzw. morgen Abend erfahren, weil ich weiß nicht, wann die erste SBC kommt. Und von Pogba gibt es nicht mal eine Special Card übrigens auf dem Markt, krass. Denn sein Preis liegt gerade ungefähr bei 130, 140, 150.000 Münzen. Sehr, sehr günstig, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Des Weiteren haben wir ja natürlich noch Manuel Neuer mit am Start. Auch da denke ich, dass denen seine Karte extrem geil sein wird, gerade auch für Leute, die gerne Bundesliga-Teams haben. Da haben sie auch endlich mal eine richtig geile Special Karte im Tor. Gerade der vielleicht ein 91er, 92er Rating bekommt. Wir werden sehen, wie hoch die Ratings gehen werden. Machen wir weiter mit den Flashback-SBCs und da ist eine definitiv schon bekannt, denn die war nämlich in den Scream-Squads zu sehen. Und zwar ist das die Flashback-Karte von Andres Iniesta. Die wird definitiv kommen. So gehe ich davon aus. Eins muss man sagen, es ist nicht die gleiche Flashback wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte er eine 94er-Karte mit überragenden Werten und die hat, glaube ich, 70.000 Münzen gekostet. Ich denke, die Flashbacks werden trotzdem nicht billig werden, ja, und es werden geile Flashbacks auf euch zukommen. Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall die Werte von Iniesta. Das ist eine 91er Karte, heißt eine Upgrade von plus 8. Wir haben insgesamt 79er Tempo, was völlig in Ordnung ist für den ZM, ZOM. Wir haben 81 Schießen, wo ich vielleicht mir ein bisschen mehr erhofft habe. Wir haben einen 94er Passwert, 98 Shotpass ist mit dabei, 99 Visions und wir haben 96er Dribbling. Die Dribbling-Werte sehen abartig krank aus, gerade für diese Meta halt jetzt. Des Weiteren haben wir noch eine Ausdauer von 74 und eine Stärke von 78. Die Karte könnte definitiv nicht schlecht werden. Ja, und ich gerade denke ich, die SBCs, die jetzt rauskommen, gerade wenn die Team of the Year-Werte haben sollten, ist, denke ich mal, auf jeden Fall möglich, dass man die machen sollte bzw. machen könnte. Aber es gibt noch mehr auf dem Markt zu sehen, und zwar, oder als SBC zu sehen, und zwar angeblich, nämlich Marcelo Flashback kommt. Wenn diese Karte kommt, und ich denke, Marcelo als ehemalige Team of the Year Dauerbrenner-Karte, die wirklich immer da war und die seine Team of the Year-Karte war abartig stark, hoffe ich sehr, dass wir Marcelo hier bei einem 89er, vielleicht bis zum 90er oder 91er Rating sehen, mit ultrakranken Stats. Wir wissen es genau, er hat immer noch 4 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Skills, hochkriegende Arbeitsraten sind jetzt nicht so optimal, aber da kann einiges gehen und ich denke, Marcelo wird absolut beliebt werden, weil es einer der besten Linksverteidiger auch in den letzten Jahren war, gerade sein Team of the Year. Des Weiteren haben wir natürlich noch 2 weitere Flashbacks, die kommen sollen, und zwar ist es einmal Wayne Rooney. Leider Gottes wird er wahrscheinlich immer noch bei seinem Club hier sein. Der ist ja jetzt auch gewechselt zu Derby County, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er eine Derby County Karte bekommt, auch keine Manchester United Karte, sondern genau die ist halt schwierig. Er spielt halt in der MLS. Aber na gut, ich denke, seine Karte wird trotzdem ganz geil werden. Ich denke, ein 88er, 89er Rating können wir schon bei Wayne Rooney erwarten, gerade mit einem hohen Tempo-Upgrade. Physis ist dann sowieso stark, Schießen sowieso, genauso wie das Passen und das Dribbling. Ich denke, die Karte wird ganz gut werden. Schwierig zu verlinken, darüber brauchen wir nicht reden. Aber nächste SBC, die kommen soll. Und ihr wisst genau, die kam auch schon letztes Jahr. Und zwar war es die Flashback-Karte von Zlatan Ibrahimovic. Und ihr wisst genau, Zlatan Ibrahimovic ist gewechselt zum AC Mailand. Und wie geil wäre eine Zlatan Ibrahimovic-Karte, die wahrscheinlich bessere Werte hat als die Scream-Karte mit einem meinetwegen 91er, 92er Rating beim AC Mailand, weil den kann man dann endlich richtig krank gut verlinken. Es wäre eine sensationelle Karte, wenn die wirklich kommen sollte. Holy Modi, ich würde mich riesig, riesig freuen. Des Weiteren
ist angeblich, ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon zu finden ist, aber viele haben es gesagt, ja, hier ist es, Franck Ribéry ist mittlerweile zu finden. Heißt sozusagen, Franck Ribéry wird auf jeden Fall eingebaut werden in FIFA Ultimate Team. Und wir wissen genau, Franck Ribéry hatte mal eine 96er Team of the Year Karte. Ich hätte nichts dagegen, dass Franck Ribéry, der jetzt bei Florenz spielt, einfach mal eine Flashback Team of the Year SBC Karte bekommt. Ja, also wäre auch noch eine Möglichkeit. Des Weiteren habe ich schon gehört von Lewandowski Team of the Year SBC. Man muss wirklich schauen, was da kommen wird. Ich kann euch eins sagen, es wird eine kranke Woche werden, auch für diejenigen, die keine FIFA Points reinstecken. Und ich bin einfach absolut gehypt jetzt drauf, weil langsam musst du dir Gedanken machen, welche SBCs willst du denn wirklich machen, wenn so viele geile SBCs rauskommen. Da ist der Struggle real. Dann sagt man sich, ich will 3,5 Millionen eigentlich zum Traden nutzen und dann kommen nur kranke Karten raus. Gehen wir nochmal ganz kurz auf den Transfermarkt ein, um einfach mal zu gucken, wie günstig sind denn gerade die verschiedenen Ratings, vielleicht um da nochmal zu investieren. Falls morgen wirklich Iniesta kommen sollte und der nicht so teuer sein sollte, dann gehen wahrscheinlich die High-Rated-Karten noch nicht so extrem nach oben. 83er übrigens haben wir gerade mit einem Wert von 1600 bis 1800 Münze in den Top 10 sozusagen oder Top 20. Also die 83er sind meiner Meinung nach schon ein Stück weit zu teuer. Klar, die können auf 3K steigen. Wir wissen, der Team of the Week SBC kam natürlich auch immer raus zum Team of the Year. Muss man schauen. Ist Risiko? Definitiv. Ich sage immer, bis maximal 1,5 könnt ihr einkaufen. Da liegen sie zurzeit nicht. Aber 84er Rating, gerade die günstigsten, sind natürlich die bekannten. Wir gehen es immer wieder durch, und zwar Hamsik. Die sind jetzt ungefähr bei 4K. Auch da Einkaufspreis 3,5. Und ich kann euch absolut empfehlen, wenn wirklich heute Abend keine so kranke SBC kommen sollte und die Preise natürlich fallen werden, denn dann wird die halt nicht so oft gemacht, beziehungsweise die Anforderungen sind nicht so hoch und es kommen extrem viele Lightning Rounds, es sind wahrscheinlich die Stürmer zu ziehen, dann kann ich euch nur eins sagen, versucht Spieler durchgängig zu snipen, versucht durchgängig zu erbieten, denn ihr kriegt wahrscheinlich hier Preise, die sehr, 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 sehr günstig werden. Und da gerade ein Hamsik 84er für unter 3,5 zu holen, ist ein sehr, sehr guter Preis. Genauso 85er, die sind meiner Meinung nach eigentlich auch schon zu teuer. Die liegen gerade bei ungefähr 10K. Und da muss ich eins sagen, auch die, die kriegt ihr locker heute Abend. Wenn keine SBC kommt, die den Preis extrem ansteigen lässt, kriegt ihr die locker für 7, 8K. Ohne Probleme, sag ich. Wir machen weiter, 86er, denn die sind nämlich schon ein Stück weit angestiegen. Und zwar liegen die 86er mittlerweile bei knapp 17K. Also das ist so ungefähr der Preis, wo er liegt. Auch da unter 15K könnt ihr mitnehmen. Versucht solche Spieler genauso zu erbieten und zu ersnipen wie die anderen Spieler. Genauso das gilt auch für die jetzigen, die jetzt kommen werden. Ne? Vom Rating 87 bis 91. Wir haben den Bernardo Silva. Die sind gerade bei ungefähr 23, 24K. Muss man halt schauen, was jetzt hier der günstigste ist. Bei Footbin war es Bernardo Silva. Der ist jetzt bei 24K. Gehen wir mal ganz kurz auf den nächsten. Und zwar wäre das Insigne. Um einfach mal zu gucken, wo da der Preis liegt. Ja, hier sieht es so aus. Hier würde ich aber auch maximal nur 19, 20k bezahlen. Aber auch das werdet ihr bekommen. Guckt euch das an. Wir haben jetzt schon Spieler, die jetzt hier immer mal wieder draufkommen für unter 22. Was denkt ihr, wie viele Spieler jetzt hier draufkommen, wenn wirklich es scharf geht mit den Lightning Rounds? Ja, also da könnt ihr echt extrem gut zuschlagen. 88er, wir sind jetzt bei einem Beispiel von Manuel Neuer. Da können wir ja sowieso mal reingehen. Der kostet, glaube ich, gerade knapp 28k. Auch da würde ich sagen, 29k maximal, 26, 25k. Versucht die zuerst snipen, dann macht er auf jeden Fall einen guten Preis. Das gleiche liegt natürlich auch bei den 89ern. Da ist der günstigste angeblich Alisson. Gerade ungefähr bei dem Preis von 36.000 bis 37.000 Münzen. Auch da muss ich sagen, es ist ein Preis, der ganz okay ist, der akzeptabel ist. Aber mehr als 33, 34 würde ich für diese Karten nicht zahlen. Das sollte, denke ich mal, jedem von euch klar sein. Ich sage es immer wieder. Dann kommen wir zu den 90ern. Da haben wir Ter Stegen als günstigste Variante. Auch Ter Stegen. Es muss halt immer ein gutes Rating kommen. Es müssen die passenden SBCs kommen, damit solche Karten ansteigen werden. Ich denke, wenn ihr da unter 39, 38k liegt vom Einkaufspreis her, macht ihr nichts falsch. Und bei den 91er Karten mit Oblak, da liegt jetzt gerade bei 52k, maximal 45 würde ich für ihn bezahlen, mitnehmen, alles was ihr erbieten könnt, lasst es einfach extrem krachen. Ich bin mega gespannt, was auf euch, was auf uns zukommen wird, wie das Team of the Year wird. Für alle diejenigen, die Bock haben, ihre Packs zu ziehen, die sie aufgespart haben, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen in meinen Livestreams, denn wir werden hoffentlich täglich live streamen und da werde ich eure Packs streamen, weil es ist einfach perfekt. Ja, ihr könnt eure Packs öffnen,
ihr könnt sie mit eurer Community teilen und ich muss keine Tausende von Euro einfach aufladen, ne, nur um euch Packs zu zeigen. Dann lieber die aufgesparten, ne, ohne FIFA-Points. Jungs, ich bin richtig heiß auf das Team of the Year. Wenn ihr es genauso seid, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich richtig freuen für den Support. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns heute Abend, denke ich mal, wieder beim Team of the Year. Guckt euch die Streams an. Dann gucken wir uns morgen früh dann an, was alles gekommen ist. Und dann lassen wir uns, denke ich mal, die Woche richtig krachen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit raus. Euer Chris und ciao, ciao.